Hallo Nathan, und da sind wir mit Project Zero 4 und wir haben das jetzt mal mit diesem Bericht von Kunihiko Aso, ich denke zumindest, dass er ihn geschrieben hat, aufgehört und da ging es um die Tsukimori Shrine Maiden und hier scheint irgendwo noch ein Item zu sein, oder ist das einfach nur die Tür gemeint? Nein. Anscheinend ist hier noch irgendwas. Da anscheinend irgendwo, ich würde sagen hier auf der Wand. Oder auch nicht. Wo bist du, Item? Und das nehmen wir mit, was immer das ist. Und es sind 20 rote Kristalle. Dadurch haben wir schon wieder 25. Also, die werden dann nachgeworfen. Und hier geht es anscheinend in eine Art Haus hinein. Mal schauen, was hier abgeht. Ach du Scheiße. Okay, ich bin froh, dass ich jetzt nicht in Rukas Haut stecke. Und zwar nicht wegen den Geistern, sondern wegen der Treppen hier. Ihr habt es gerade gesehen und wir müssen ganz viele Treppen besteigen. Wer will, kann die Treppen zählen und in den Kommentaren posten, wie viele es sind. Weil ihr glaubt, das waren schon alle. Nee, das sind doch mehr. Treppen, Treppen, Treppen. Oh, ich hasse Treppen, Leute. Vor allem, wenn ich sie raufgehen muss. Und wenn ihr glaubt, das war schon alles, dann irrt ihr euch. Ich schaue mich hier nur schnell um, denn da drüben liegt noch ein Item. Mein Gott. Was geht da ab? Ich höre... Roge zu Kagura Teilnehmer. Heute in der Lunenclipse-Halle wird der Roge zu Kagura Tanz aufgeführt. Um 10 Uhr nach, 10 Uhr abends, werde ich in Ehren alle zur bestimmten zu bestimmten Ort rufen. Während der Kagura Performance, also während der Kagura-Aufführung, wird die Tür der Lunenclipse-Halle verschlossen. Niemand darf hinein oder hinaus. Bitte verstehen Sie. Bitte merken Sie sich, dass das Lunenclipse um Mitternacht starten soll. Außerdem, alle Teilnehmer allen Teilnehmern wird eine Maske, wird im Hauptraum der Familie eine Maske gegeben, die immer getragen werden muss. Und was zur Hölle ist das? Da drüben sind Kanade, die in die Kagura alle gehen. Die Kanades werden wir sicher noch sehen. Später nochmal. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und noch mehr Stiegen. Zwar nicht so viele, aber es sind noch mehr Stiegen. Und ein Speicherpunkt. Und shoppen. Was uns dieser Scheiß eine Geist weggenommen hat. Okay, wir haben noch. Da stocken wir ein bisschen auf und da stocken wir auch ein bisschen auf am Film. Wow. Dann noch ein bisschen mehr auf 70 und dann speichern wir gleich mal. Habe ich schon? Nein, natürlich habe ich wieder. Ich Depp habe wieder vergessen, meinen Timer zu stellen. Okay. Moment. Während der. Ja, wir haben gespeichert und es kann weitergehen. Ich will aus dem scheiß Speichermenü raus. Und ja. Und mal schauen, was uns hier jetzt noch erwartet. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann Geräusche von der anderen Seite der Tür hören. Ist das Musik?
Hört sich wieder nach irgendeinem rituellen Scheiß an und jetzt ist die Mucke auf einmal weg. Okay, gehen wir rein. Ach du Scheiße. Ist das die Kagura Bühne? Sieht verdammt nach den Dingen aus, wo wir mit Saki waren, aber das ist das anscheinend nicht. Weil da war, glaube ich, nicht so eine Bühne rundherum. Egal, da sind Streppern. Moment mal! Was haben wir denn hier? Eine Kamera oder was? Da war doch jemand so dreist und hat einfach mitgefilmt. Scheiß Raubkopierer. Scheiße! Ja Leute, ich muss jetzt gegen alle gleichzeitig kämpfen. Dafür benutze ich doch lieber meinen stärkeren Film. Komm her, du! Komm her! Ach du Scheiße! Haha, ausgeritten! Nichts hier genug Platz, komm. Und wieder ausgebrochen. Und ausgebrochen. Und scheiße, ich krieg am Boden nicht irgendwo, nur stirb. Mann, jetzt greift mich doch mal einer an. Mann, wo kommt die her? Sie kommen aus dem Boden und ich heile mich lieber. Ich ziehe mich lieber etwas wieder rein. Und was zur Hölle wollen die alle? Du los, greif mich an. Was? Da hüpft mich die einfach an. Man hört auf mich bewegt. Ach du heilige Scheiße! Leute! Die gehen mir gerade dezent an die Wäsche. Jetzt reicht's. Jetzt mach ich sie fertig. Mann! Was? Ich hab sie voll erwischt mit meiner Silberlinse. Was? Was? Du heilige Scheiße! Die fressen unsere Medizinen. Ich hab keine einzige noch getötet. Los, stirb! Burns! Und Burns! Und Burns, stirb bitte! Ich mach ne Na... Was?
Oh, springen kann, springen kann. Oder auch nicht. Tot? Alter, springt mich die schon wieder an. Was will die eigentlich? Dreht sich ein Kreis und setzt sich wieder auf. Und ausgewinnen. Und voll erwischt. Die frisst echt meine ganze Medizin. Der Kampf ist voll hart, Leute. Ich hoffe, ich schaffe den noch in dem Part. Es gelungen mir mit dem Kampf den Part. Ja. Oh, hallo? Verdammte Scheiße! Und sie dreht sich wieder im Kreis. Und voll ausgeritten. Und Schwanz! Komm her! Komm her! Mach ich voll davon her. Was? Wie? Wo kommt die schon wieder her? Da kommt schon wieder das Boden und so Scheiße. Ist das Scheiße, Leute? Ich hab schon... Ach, Kräutermedizin verbraucht. Scheiße da. Was? Oh, schon wieder am Boden. Die kommt aus dem Boden raus, ey, verfick dich, nochmal. Und ausgeritten. Und verdammt, ich liege am Boden, ich liege am Boden, ich liege am Boden. Sterb, 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 sterb. Was? Wo kommt die her? Verdammte, ich kann mich nicht bewegen. Okay, und ich hau mir jetzt ein scheiß Wasser rein. Ach du Scheiße, wie lange Zeit haben wir noch? Nicht mehr lange. Ja, ich schaff den Kampf. Was? Verdammte Scheiße. Wem wenigstens. Hey, komm! Schon wieder die im Boden! Also, Mann, Leute! Ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe, wenn diese scheiß Dinger da. Boah, ich hab's erwischt! Stirb! Stirb! Ja, sie ist tot und hinter mir steht so eine kleine Dörren-Ding. Mann, was? Die hat mich nicht erwischt! Schon wieder vom Boden! Wie ich sie vorgerannt habe. Und Mann! Ich muss schon wieder mein zweites heiliges Wasser benutzen, denn ich will jetzt nicht meine Steinspülung benutzen. Und diese Dinger da. Was? Noch drei? Komm doch! Warum springt sie mich nicht an? Warum? Verdammt nochmal, kommt der zum Boden? Was? Was? Wo kommt die her? Leute? Die Kleinen gehen mir am Arsch. Was? Was? Leute! Ich glaube, ich sterbe noch. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier beenden und geht dann beim nächsten Mal wieder weiter. Bis dann, Leute. Ciao.